Willkommen. Wir machen diese Woche Ferien. Und nachdem wir bereits am Meer, in den Bergen und in europäischen Metropolen unterwegs waren, sind wir heute auf dem Land. Neben Schweden ist Finnland das waldreichste Land Europas. Es ist nur dünn besiedelt und steht für unberührte Natur, kristallklare Seen und viele kleine Inseln. Seit den 90er Jahren hat sich der Tourismus in Finnland stetig weiterentwickelt. Trotzdem ist es dort nirgends überlaufen. Wir sind heute rund um die Stadt Oulu unterwegs. Die Region hat wegen der nordischen Kargheit und der klaren Luft einen ganz besonderen Reiz. Wer in den Ferien Sport und Action bevorzugt, für den ist die Area 47 im Tiroler Ötztal in Österreich vielleicht der perfekte Reisetipp. Das ist einer der größten Outdoor-Parks der Welt und absolut nichts für Weicheier. Mehr als 30 Trend- und Extremsportarten kann man dort ausprobieren. Vom Wakeboarden über Rafting, Canyoning bis hin zum Klettern und Motocross ist dort beinahe alles möglich, was den ultimativen Adrenalinkick verspricht. Wir wünschen viel Spaß. Ja, das glaube ich gern. So, wir sind wieder zurück in Berlin von unserer kleinen Reise heute. Mehr Urlaub gibt es morgen. Dann sind wir unterwegs auf einigen der interessantesten Inseln Europas. Schauen Sie in der Zwischenzeit gerne auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Wir freuen uns immer über Ihre Likes und Kommentare dort. Tschüss und bis morgen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unsere Highlights heute sind unter anderem diese Geschichten hier. Viele Frauen würden für eine Handtasche von Louis Vuitton alles tun. Der Name steht für Luxus, Glamour und den Mythos, den das französische Unternehmen umgibt. Keine Luxusmarke ist wertvoller als Louis Vuitton und keine wird häufiger kopiert. Alles begann einmal in Paris. Eine Ausstellung dort erzählt jetzt die Geschichte von Louis Vuitton, dem einfachen Kistenmacher, der mit seinen Ideen nicht nur die Modewelt revolutionierte. Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste Zeit im ganzen Jahr und das nicht nur wegen der Vorfreude aufs Fest, sondern auch, weil sich viele Städte ganz besonders viel Mühe mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung geben. Im hohen Norden Europas, in Stockholm, wird es jetzt im Dezember bereits gegen 15 Uhr dunkel und wenn überall die Lichter angehen, bereitet sich eine ganz besondere Weihnachtsstimmung aus. Wir zeigen Ihnen, wie die Schweden dort den Advent verbringen. Rund 1 Million Flüchtlinge sind allein in diesem Jahr nach Deutschland gekommen. Sie alle träumen von einem besseren, einem sicheren Leben hier bei uns. Das Start-up-Unternehmen Kukula möchte Flüchtlingen eine Perspektive bieten. In der westafrikanischen Hausa-Sprache bedeutet Kukula so viel wie etwas verbinden, etwas gemeinsam machen. Hier in Berlin bauen die Flüchtlinge Möbel aus Holz und die Designszene ist begeistert. Wir stellen Ihnen das Projekt vor, das gerade auch für einen wichtigen deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert wurde. Und jetzt nehmen wir Sie mit auf eine Reise entlang des Wild Atlantic Way. Der gehört zu den längsten Küstenstraßen der Welt und schlängelt sich über eine Länge von etwa 2 km. Die atemberaubende Natur dort ist nur einer von vielen Gründen, warum sich der Weg dorthin wirklich lohnt. Der Schweizer Stefan Siegrist ist einer der besten Bergsteiger der Welt. Er hat unzählige alpine Rekorde gebrochen und ist permanent auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Das Problem, die meisten Berge und Felswände sind bereits entdeckt und erklettert und damit eigentlich langweilig für den Profi. Die Kaschmir-Region im Grenzgebiet von Indien und Pakistan aber war wegen immer wieder aufflackernder Konflikte fast 2 Jahrzehnte lang für Bergsteiger gesperrt. Dort hat Stefan Siegrist gefunden, was er sucht. Und damit sagen wir Tschüss für heute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. In der Zwischenzeit finden Sie uns auch online unter dw.com/euromax und natürlich auch auf Facebook. Bis bald! Schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen hier bei uns in Berlin. Wir zeigen Ihnen heute eine faszinierende Maltechnik, mit der ein türkischer Künstler zum Klickhit im Internet wurde. Und diese Themen. Garib Ay beherrscht eine jahrhundertealte Technik. Er malt auf Wasser. Auf diese Weise kopiert der türkische Künstler Ikonen der Kunstgeschichte. Für Beobachter ist das genauso faszinierend wie beeindruckend. Kein Wunder also, dass seine Making-of-Videos im Internet millionenfach angeklickt werden. Wir zeigen Ihnen mehr, denn wir haben Garib Ay in seiner Wahlheimat in Istanbul besucht. Ja, wirklich toll.
Paul Smith begeistert seine Fans bereits seit mehr als 40 Jahren. So lange ist der britische Designer schon im Geschäft. Und obwohl sein Name eher gewöhnlich ist, sein Erfolg ist außergewöhnlich. Paul Smith gehört zu den wichtigsten britischen Designern überhaupt. Auf der London Fashion Week hat er gerade seine Kollektion für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison gezeigt und mit uns über sein Erfolgsrezept gesprochen. Rund 6 Millionen Menschen pilgern jedes Jahr im Herbst nach München zum Oktoberfest. Viele Besucher kommen eigens aus dem Ausland angereist, um einmal auf der Theresienwiese, kurz Wiesen genannt, mit dabei zu sein. Meine Kollegin Linda Bethke war noch nie dort. Es wird also Zeit. Wir haben sie in ein zünftiges Dirndl gesteckt und mit einer Mission losgeschickt. 20 verschiedene Nationen soll sie in nur einer Stunde treffen. Mal sehen, ob sie das schafft. Sind angekommen. Dankeschön, Linda. Ob das Kolosseum in Rom, der Eiffelturm in Paris oder unser Brandenburger Tor hier hinter mir, sie alle stehen im Fokus der Aufmerksamkeit der Touristen. Was drumherum passiert, nehmen die meisten Besucher kaum wahr. Und fotografieren tun sie es schon gar nicht. Der britische Fotograf Oliver Curtis dreht die Perspektive deshalb ganz absichtlich um. Seine Bilder zeigen die andere Richtung. Die Fotos mit den Blickwechseln aus der ganzen Welt sind jetzt auch in einem Bildband und in London in einer Ausstellung zu sehen. Der Dackel gilt eigentlich als Inbegriff deutscher Spießbürgerlichkeit. Aber in letzter Zeit werden die Hunde vermehrt an der Leine hipper Großstädter gesehen. Wie kann das sein? Warum ist diese urdeutsche Rasse plötzlich in Mode und das nicht nur in Deutschland? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen und haben herausgefunden, man bekommt ganz viel Charakter für wenig Hund. Mehr Euromax gibt's wie immer online unter dw.com/lebensart und natürlich auch auf Facebook. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Tschüss, bis bald.